gesagt, ein Stich. Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem Review von Crime Hotel. Ein Deduction-Spiel und Stichspiel, das jetzt auf der Spieleschmiede erschienen ist oder noch erscheinen wird, je nachdem wann das Video hier erscheint. Und ja, ist für 3 bis 4 Spieler und ja, man ist sozusagen jeder ein Detektiv und versucht dann herauszufinden, wo sich der Täter in diesem Haus befindet. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Hier nun mal der Aufbau von Crime Hotel. Zu Beginn wird natürlich hier der Spielplan ausgelegt, der Parkplatzbereich wird hingelegt und in einem Spiel zu viert benutzt man diese Seite und in einem Spiel zu dritt benutzt man diese Seite. Da wir jetzt aber hier ein Vierspielerspiel haben, bekommt jeder seine Farbe, seine 5 Männchen, seine Spielerfarbe, um zu signalisieren, wer er ist. Der Mond wird hier oben auf die erste Wolke gestellt. Dadurch wird signalisiert, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde. Das heißt, 3 Runden werden gespielt, jeweils mit 5 Karten. Denn jeder bekommt 6 Karten ausgeteilt und die restlichen, die übrig bleiben, davon wird einer der Täter sein. Das heißt, den müssen wir rausfinden, wer er ist. Und der wird hier unter das Polizeiauto geschoben. Die anderen beiden werden offen gelegt und auf die jeweiligen Fenster platziert. Das heißt, der Bösewicht kann nicht bei 12 oder auch nicht bei 13 sein. Wer zuletzt einen Krimi angeschaut hat oder eine Detektivgeschichte gelesen hat, ist der Startspieler und bekommt dieses hübsche Polizeiauto. Das ist jetzt mal der schwarze Spieler und dann würde es auch schon losgehen. Ein Spielzug funktioniert folgendermaßen. Der Startspieler spielt eine seiner Karten aus. Da es ein Stichspiel in der Hinsicht ist, kann er sich aussuchen, welche Karte er spielen möchte, legt diese aus und die restlichen Spieler müssen Farbe bekennen. Das bedeutet, wenn ein Spieler eine von diesen dunklen Karten besitzt, dann muss er auch diese dunkle Karte spielen. Hätte er eine graue Karte gespielt, wäre es eine aus dieser Reihe gewesen und eine weiße Karte eine aus dieser Reihe. Nun wäre der weiße Spieler an der Reihe, müsste eine dunkle Farbe spielen, er hat aber keine und entscheidet sich für diese weiße. Spielt diese hier aus, der nächste Spieler spielt eine aus und dann spielt der nächste eine aus. So, jetzt wird festgelegt, in welcher Reihenfolge sich die Spieler auf den Parkplätzen hier platzieren. Der schwarze Spieler hat die höchste Zahl, die 37, gespielt, der stellt sich dann auf Feld 1. Dann wird das Fenster hier reingelegt und weiter fortgefahren. Der orangene Spieler hat die 32, stellt sich auf 2 und der hier hing. Und der weiße Spieler hat die kleinste Zahl gespielt und stellt sich somit auf das vierte Feld. Die Fenster werden hier platziert, somit wird weiter ausgeschlossen, wo sich der Täter befinden kann. Da der schwarze Spieler die höchste Zahl ausgelegt hat, ist er wieder auf der 1 und bleibt somit Startspieler. Jedes Mal, wenn ein Spieler hier auf die 1 kommt, bekommt er dieses Polizeiauto und darf die nächste Runde mit einer Karte ausspielen beginnen. Kommen wir nun zu den einzelnen Fähigkeiten des Parkplatzes. Generell gilt, wer sich auf dem ersten und auf dem letzten Platz befindet, darf nun eine Wette abschließen, wo sich der Täter wohl befinden könnte. Das funktioniert folgendermaßen. Beginnend mit der 1 könnte er sich jetzt entscheiden, in eine Reihe zu stellen. Das heißt, wenn er vermutet, der Täter befindet sich in dieser weißen unteren Ebene, dann stellt er seinen schwarzen Marker hier auf dieses Feld. Wenn er sich denkt, er könnte hier in der Spalte sein, darf er ihn auch auf die Spalte stellen und dann vermutet er ihn auf dieser Seite, auf diesen 3 Fenstern. Er kann natürlich auch, typisch wie beim Roulette, Spaltereihe, auch komplett auf ein Fenster gehen und sagen, er befindet sich zum Beispiel auf der 26. Die mittleren Spieler entscheiden sich, ihre Figuren jeweils auf diese Felder zu stellen und diese Aktionen auszuführen. Dann wäre der Letzte an der Reihe und darf sich auch auf ein Feld stellen. Kommen wir nun zu der Erklärung der Parkplatzfelder. Die obere Hälfte des Parkplatzes sind Sofortaktionen. Diese müssen sofort ausgeführt werden, sobald man eine Figur auf die Felder stellt.
Auf dem Parkplatzfeld wird immer von links nach rechts eingesetzt. Im ersten Feld, wenn der Spieler sich hier drauf stellt, dann darf er einen seiner Miepel auf dem großen Spielfeld verstellen. In diesem Fall steht der schwarze Spieler auf einem Fenster, wo der Täter sich nicht mehr aufhalten kann. Deswegen würde er seine Figur nehmen und einfach auf ein anderes Feld, das er erlaubt ist, stellen, wie zum Beispiel hier unten hin. Setzt ein Spieler seinen Miepel auf dieses Feld, dann darf er zwei seiner Karten mit zwei anderen Karten eines anderen Spielers vertauschen. Würde ein weiterer Spieler sich hier draufsetzen, dürfte er nur eine seiner Karten mit der Karte eines anderen Spielers tauschen. In diesem Fall würde der Spieler sich diese zwei Karten nehmen, dem anderen Spieler geben und sich einfach zwei andere ziehen. Auf diesem Feld darf sich der Spieler sofort zwei Karten eines anderen Spielers geheim anschauen. Ein weiterer Spieler hier drauf dürfte nur eine Karte des anderen Spielers anschauen, ebenso wenn sich hier noch einer drauf stellt. Ups. Auf dem ersten Feld könnte sich der Spieler jetzt also diese zwei Karten nehmen, geheim anschauen, natürlich merken und dem Spieler wieder zurückgeben. Die untere Hälfte des Parkplatzes stellen dauerhafte Effekte dar. Stellt sich ein Spieler auf dieses Feld, dann darf er sich zu einem anderen Spieler hinzustellen. Normalerweise ist nur eine Person auf einem Feld erlaubt. Der blaue Spieler ist überzeugt, dass sich der Täter in der mittleren Reihe befindet und stellt nun seinen blauen Miepel zu dem weißen hinzu, was ja normalerweise nicht erlaubt ist. Dieses Feld gibt zusätzlich Punkte, wenn man die richtige Position des Täters errät. Hier sind es 3 Punkte, der weitere würde ebenso 3 Punkte kriegen. Ist allerdings ein letzter hier drauf, bekommt er am Schluss 4 Punkte zu der Gesamtwertung hinzugerechnet. Sobald die letzten Karten gespielt wurden und die Männchen eingesetzt wurden, dann wird der Täter enthüllt, wo er sich denn befindet. Und er wäre im Fenster 15 gewesen. Das heißt, es gibt ein paar Gewinner und jetzt kommt es zur Punktewertung. Es gibt 2 Punkte für die richtige Reihe, es gibt 5 Punkte für die richtige Spalte und 10 Punkte für den kompletten Treffer. Das heißt, in dem Fall hätte der orangene Spieler 5 Punkte für hier, der schwarze Spieler hätte für die Reihe 2 Punkte bekommen und der weiße Spieler hätte 10 Punkte. Zusätzlich bekommt der orangene Spieler nochmal 3 Punkte, der weiße auch 3 und der schwarze Spieler sogar 4 Punkte, weil sie auf den richtigen Täter gewettet haben. Danach werden alle Karten neu gemischt, die Figuren wieder zurückgelegt, der Startspieler wieder bestimmt, der Mond eins weiter gerückt und nach 3 Runden wird festgestellt, wer der beste Detektiv war. Crime Hotel, ja, es kommt in einer sehr kompakten, schicken, stylischen Box daher. Man sieht auch nicht von außen wirklich, was da drin ist, aber wenn man das schon aufmacht, merkt man hier kleine Schachtel, schönes Material, denn wie man schon gesehen hat in der Regelerklärung, das Spielboard ist ein Tuch, sag ich jetzt mal, als Spielmatte. Und was mir allerdings nicht so ganz gefällt, sind die Karten. Die sind dann tatsächlich etwas dünn und knicken leicht ab. Ist zwar sehr klein und kompakt und handlich, aber da weiß ich nicht, ob da in der Spieloffensive das Material dann noch ein bisschen abgeändert wird. Jedenfalls in dieser Originalversion ist das nicht ganz so zufriedenstellend. Auch, dass halt nur die koreanische Anleitung drin ist. Da muss man sich online behelfen. Es ist ein QR-Code drin, der dann die englische oder deutsche Anleitung zeigt. Es ist auch nicht ganz so einfach, auf deren Seite zu kommen, aber mit der Spieloffensive ändert sich, oder Spieleschmiede, ändert sich das ganze Jahr. Und ja, zum Spiel an sich. Ich finde den Twist eigentlich ziemlich cool, dass man diese Karten
auslegt. Man muss natürlich Farbe bekennen, wie normales Stichspiel. Und ja, so versucht man dann immer mehr einzugrenzen, wo sich dieser Täter eben befinden könnte, in welchem Fenster. Und die Optik ist natürlich toll, dass der Mond der Rundenmarker ist, finde ich sehr schön gemacht. Diese Fenster, die leuchten, dass man sieht, ah, da ist beleuchtet, da ist der Täter zum Beispiel nicht. Und dann hat man so ein kleines Roulette-Feeling, ja, dass man eben auf Reihen, Spalten oder halt auf die Zahl direkt wettet. Ein kleiner Schwachpunkt mag vielleicht sein, dass es auf jeden Fall nur mit 3 oder 4 Spielern geht und dass nur die 2 Äußeren sozusagen wetten können. Die mittleren Spielfiguren oder Spieler haben dann immer nur die Möglichkeit, spezielle Aktionen eben zu machen auf dem Parkplatz. Und das kann vielleicht ein bisschen frustrierend sein, wenn man ständig irgendwie, ah, jetzt habe ich eine hohe Karte ausgespielt und zack, spielt halt jemand eine höhere, weil man denkt, okay, die anderen müssen Farben bekennen, ich habe vielleicht schon die höchste und dann spielt jemand eine noch höhere. Ja, das kann passieren. Ist bei manchen ein bisschen negativ aufgestoßen. Ich fand das aber gar nicht so schlimm, denn wenn man eben diese mittleren Aktionen macht, dann kann man ja etwas herausfinden. Ich gucke mir Karten von anderen an. Ich kann vielleicht mit jemandem tauschen und kann so vielleicht mehr Informationen raushauen, behalte mir dann eine höhere Karte auf der Hand und spiele die dann einfach am Schluss, um dann volle Kanne auf das Täterfeld zu wetten. Klar, da ist sehr viel Glück auch dabei. Dennoch hat man die Möglichkeit, durch eben diese Deduktion herauszufinden oder zumindest einzugrenzen, wo sich dieser Täter befindet. Also an sich finde ich das Spiel sehr hübsch gemacht. Es spielt sich sehr flott. Das Punktesystem ist einfach zu verstehen. Und ja, ich sage nur, mir hat es gefallen. Hat wie gesagt kleine Materialschwächen und wie gesagt diese Aktionsfelder. Ja, kann man natürlich ein bisschen Pech haben. Und an sich ein sehr hübsches Deduktionskriminalspiel mit Stichelement. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen und einen Kommentar da und natürlich auch ein Abo, falls ihr das nicht habt, denn sonst wird der Detektiv euch aufsuchen und dann geht's ins Gefängnis. Nein, Spaß, aber wir sehen uns dann beim nächsten Review wieder. Bye bye.